Ja, nachdem ich XLAN so hart verkackt habe, gehe ich mal zurück zu meinem allerliebsten Liebes-Liebes-Liebes-Liebes-Set. Throne of Eldraine. Ah, so ein schönes Set. So ein schönes Set. Habe ich geliebt. Habe ich geliebt. Gucken wir uns mal an, was wir hier so haben. Ey, weg damit, weg damit. Müll muss aus dem Bildschirm. Crashing Drawbridge. 2x04 Defender, tappen, eine Kreatur kriegt Eile bis wenn es zu ist. Das Artwork, der Effekt. Ich mag Throne of Eldraine. Ich hoffe, wir gehen dahin mal zurück. Ein Mana Mantle of Tides. Die ausgerüstete Kreatur, nicht verzaubert, ausgerüstet, kriegt plus 1, plus 2. Und immer wenn man eine zweite Karte in einem Zug zieht, kann man die auf eine Kreatur seiner Wahl umrüsten und für 3 Mana equippen. Das ist geil, gerade mit dem Cycling, das danach ja kam. Oh, schön. Eye Collector, eine Fairy, ein Mana 1-1 fliegend. Wenn es Gegner Schaden zufügt, muss er die oberste Karte seines Decks in seinen Friedhof legen. Oh, Weapon Rack. Die Artworks. Oh mein Gott, ich bin nur am Schwärmen, es tut mir leid. 4 Mana kommt mit 3 plus 1 plus 1 Marken ins Spiel. Man kann die tappen und 1 plus 1 plus 1 Marke davon auf eine Kreatur legen. Und ja, praktisch nimmt es dann eine. Oh, das ist. Flutter Fox. 2 Mana, 2-2. Und solange man ein Enchantment oder Artefakt kontrolliert, hat er fliegend. Okay, den verstehe ich nicht. Outmuscle. Der Bär, das ist ein German Suplex, by the way. 4 Mana Sorcery, man legt eine Person 1 Marke auf eine Kreatur und fightet dann eine Kreatur, die man nicht kontrolliert. Und wenn man 3 grüne Mana mindestens bezahlt hat, hat die Kreatur sogar noch Unzerstörbarkeit, die eigene. Wow, das ist gut. So tiny, es ist so tiny. Das ist eine Fairy und die Fairy hat was gefunden. Das heißt, es ist richtig tiny. 1 Mana Flash-Verzauberung. Die verzauberte Kreatur kriegt minus 2, minus 0. Sie kriegt stattdessen minus 6, minus 0. Solange 7 oder mehr Karten im Friedhof von Bietner sind. Wow, minus 6, minus 0. Lockwaith Paladin, Human Knight. 4 Mana, 3, 2 Menace. Und wenn man 3 schwarze Mana bezahlt hat, mindestens kommt der eine plus 1 Mark im Spiel. Weaselback Redcap. 1 Mana, 1, 1. Für 2 Mana kriegt der plus 2, plus 0 bis man zu. Goblin Knight. Ist okay. True Love Kiss. Oh mein Gott, diese Artworks. 4 Mana Instant, man zerstört einen exilten Artefakt oder Verzauberung und zieht eine Karte. Glass Casket. 2 Mana Artefakt, wenn es ins Spielfeld kommt, exiliert man eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, mit Mana Kosten 3 oder weniger, so lange wie der Spielfeld ist. Wie er im Spiel ist. Oh, Witch Oven. Das war damals ein richtig geiles Deck. 1 Mana Artefakt, tappen, man opfert eine Kreatur und kreiert einen Food Token. Wenn die Kreatur Verteidigungsstärke 4 oder höher hatte, kreiert man 2 Food Tokens. Jetzt noch die Katze ziehe. Oh, schade. Resolute Riders. 4 Mana, 4, 2. Für 2 Mana kriegt der Lifelink bis zum Ende des Zuges. Für 3 Mana Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Wunderschön. Und unser Rare ist Incrack Feet. 4 Mana Sorcery. Man kriegt 7 Mana. Kann man nur bezahlen und noch ein Spell in dieser Runde casten. Okay, man kriegt nur 7 Mana. Das kann Goblin Charbelcher sein. Und der obligatorische Forest und ein Adventure Token. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Black Sate. Ciao, ciao.